Die schwarzen, das sind Alpensil. Und die normalfarbig, die rosa, das ist eine normale Grüssil. Die Alpensil, die ist ein bisschen kleiner gebildet, ein bisschen robuster. Das ist eine alte Rasse sozusagen, die man jetzt noch nur gefunden hat und man will die wieder ein bisschen aufkommen. Darum haben wir die auch hier so mit denen weitergezogen. Sie sind auch ein bisschen mehr behaart. Also die Hüssü sieht man mehr in die Schule abkühlen und die Alpensü am Ende mit der Hitze besser dran kommt. Die können eigentlich nicht schwitzen und dass sie im Sommer aber gleich zu ihrer Abkühlung kommen, gehen sie in das Schlammbad rein. Und so können sie sich abkühlen und es gibt ja eine Schlammkruste, die die Insekten auch noch ein bisschen abhalten. Wir haben ein Hüssü, da haben wir drei Alpensü, ein Männchen, ein Weibchen und ein Jungtier von letztem Jahr. Das könnte gut möglich sein, weil das Weibchen der Alpensü, da haben wir gesehen, wie sie entdeckt worden ist. Ob es gerade geklappt hat, das wissen wir noch nicht, aber es sieht gut aus. Alles fressen. Wir geben ihnen ein bisschen Kraftfutter, aber auch Früchte und Gemüse. Und sie fressen aber auch noch Heu und Gras. Und dann kommen sie dann auch Heu wieder rein.